Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht nochmal um die 70-Jahr-Wochen in Daniel 9. Und bisher haben wir ja schon gesehen, dass die ersten 69 Jahrwochen mit Antiochos Epiphanes enden. Das klingt zunächst mal unglaublich, weil Antiochos Epiphanes ein gesalbter Fürst sein soll. Das ist ein Begriff, der eigentlich bisher nur für Kyros erwähnt wird, der genauso ein heidnischer König war wie Antiochos Epiphanes auch. Mit dem Unterschied natürlich, dass Antiochos einer der schlimmsten Verfolger des jüdischen Volks war und auch in Jerusalem ein Gräuel der Verwüstung angerichtet hat, so sagt Daniel 11. Aber dieser Begriff, ein gesalbter Fürst, heißt eigentlich nur ein König im Wartestand. Einer, der gesalbt ist, aber noch Fürst ist. Und so wird die Ankunft von Kyros und auch von Antiochos Epiphanes vom Engel beschrieben. Bisher ist immer gerechnet worden von Artaxerxes, dann hat man 69 Wochen addiert, die hat man gerechnet bis zur Kreuzigung Jesu oder bis zu Christi triumphalen Einzug in Jerusalem. Man hat aber mit einer Rechnung aus 69 Jahrwochen dann 68 gemacht, weil man Mondjahre in Sonnenjahre umgerechnet hat und dadurch dann nur noch 68 Jahrwochen hat und damit dann glücklicherweise ins Jahr 32 nach Christus kommt. Allerdings hat man den Beginn von Artaxerxes mehr oder weniger willkürlich gewählt und diese ganzen Begründungen, warum ich von 605 aus rechne, habe ich ja in anderen Videos auch schon gezeigt, weil das Wort, das ausging, dass Jerusalem wieder gebaut werden solle, das ist in Jeremia 25, Vers 1 zu finden. Das hat auch kein heidnischer König gegeben, sondern das hat Gott selbst gegeben. Dieses Wort geschieht an Jeremia in Jeremia 25, Vers 1. Und das ist das Kapitel, was Daniel liest. Und das ist auch das, was der Engel dem Daniel erklärt. Der Engel fordert Daniel zu größter Aufmerksamkeit auf. Und die brauchen wir auch hier, um zu verstehen, wie die 70-Jahr-Wochen zu berechnen sind, was der Engel sagt. Wenn man von 605 aus rechnet, dann kommt man nach den ersten 7 Jahrwochen zu Kyros. Und wenn man nochmal von 605 aus rechnet, 62 Jahrwochen, dann kommt man zu Antiochos Epiphanes. Diese beiden politischen Größen, die kommen in der Endzeit wieder und die verwüsten Israel. Denn bis zum Ende wird es wüst bleiben. Und es wird sogar noch einen Gräuel der Verwüstung geben. Und der wird angerichtet werden von dem endzeitlichen Antiochos Epiphanes und von dem endzeitlichen Perserkönig, von den Königen vom Aufgang, von den Königen östlich des Euphrats. Das ist das, was der Engel sagt. Die Berechnung, wo sich alle dann direkt drauf stürzen, das ist eigentlich in Anführungsstrichen eine Nebensache. Die ist natürlich auch wichtig, um diese beiden Größen dann auch identifizieren zu können. Das schauen wir uns auch gleich nochmal im Detail an. Aber man darf nicht aus dem Auge verlieren, was der Engel an sich dem Daniel sagen wollte, dass nämlich in der Endzeit eine große Verwüstung, eine weltweite Verwüstung kommt und auch dieses Land Israel verwüstet wird, und zwar von diesen beiden politischen Exponenten, einem endzeitlichen Kyros und einem endzeitlichen Antiochos Epiphanes. Beide zeigt der Engel in der Berechnung der 70-Jahrwochen. Und so erstaunlich, wie diese Berechnung auch ist, ihr könnt das relativ schnell selbst auch nachprüfen. Alle Ausleger, die ich kenne, aus der christlichen Welt, sagen, dass 7 Jahrwochen nach diesem Erlass Jerusalem wieder gebaut worden sei. Der Engel sagt aber, dass nach 7 Jahrwochen ein gesalbter Fürst kommt. Der Engel sagt überhaupt nichts davon, dass Jerusalem wieder gebaut werden solle. Ja? Die Worte, die der Engel zu Daniel sagt, ist vom Ausgang des Wortes, dass Jerusalem wieder gebaut werden solle, bis auf einen Fürsten, bis auf einen gesalbten Fürsten sind es 7 Wochen und 62 Wochen. Das ist das, was der Engel sagt. Und die christlichen Ausleger, die machen daraus immer, dass nach 7 Jahrwochen Jerusalem wieder gebaut wäre. Das ist aber vollkommen falsch. Die Juden machen das ganz ähnlich, habe ich auch in einigen Clips schon gezeigt. Die behaupten dann, dass nach 50 Jahren, nach 49-50 Jahren ein Dekret ausgegeben würde von Kyros, dass Jerusalem wieder gebaut werden soll. Ist genauso falsch, sagt der Engel auch nicht. Man muss immer wieder zurück zu dem, was der Engel sagt. Der Engel sagt nur, der Ausgang, der Startpunkt dieser Frist ist das Wort,
dass Jerusalem wieder aufgebaut werden soll. Der Startpunkt, das ist nur der Startpunkt. Und dass das Ziel nach 7 Wochen ist, dass ein gesalbter Fürst kommt. Und das Ziel nach 62 Wochen ist auch, dass ein gesalbter Fürst kommt. Der Engel sagt nichts davon, dass Jerusalem wieder gebaut wird. Ja? Also wir können das relativ schnell nachvollziehen. Und ich habe das ja auch mal in den Videos gezeigt. Okay, genug der Vorrede. Ich möchte jetzt Folgendes tun. Ich möchte das, was wir in den 70-Jahr-Wochen gefunden haben, mal vergleichen mit dem Standbild Daniels. Da wird auch vieles deutlich. Das ist erstaunlich, weil nämlich beide Dinge ineinander greifen. Und das muss auch so sein, weil die Daniel-Prophetie aus einem Guss ist. Ja, eine Aussage, die man an einer Stelle macht, die darf an der anderen Stelle nicht widersprochen werden von Bibeltexten. Mit dem, was wir jetzt alles wissen vom Daniel in den vielen Clips, die wir da gemacht haben drüber, gehen wir jetzt mal ganz zurück an den Anfang. Und guck mal, ob man das da plausibilisieren kann. Guck mal, was das Standbild da uns an Mitteilungen zu geben hat und ob das korreliert und in Übereinstimmung ist mit dem, was wir in den 70-Jahr-Wochen finden, dass nämlich die ersten 69-Jahr-Wochen bei Antiochos Epiphanes abgeschnitten sind und beendet sind. Ja? Ich wünsche viel Gewinn und Gottes Segen beim Zuschauen. Also tragen wir mal auf eine Zeitachse die Weltreiche auf, die wir aus dem Standbild kennen. Dann haben wir hier zum einen mal Babylon, dann kommt Medo-Persien, dann kommt Alexander der Große und dann kommen im Standbild die Schenkel. Die stehen für die 4 Diadochen, die auf Alexander den Großen gefolgt sind. Babylon begann mit Nebukadnezar im Jahr 605 vor Christus, dann kommt Kyros im Jahr 559, dann kommt Alexander der Große im Jahr 336. Der stirbt im Jahr 323 und auf ihn folgen die Diadochen. Und in der Daniel-Prophetie endet diese Phase mit Antiochos Epiphanes. Und der kam im Jahr 171 vor Christus. Daniel 9 spricht jetzt von 7 Jahrwochen. Die beginnen im Jahr 605 und die reichen bis Kyros. Schauen wir uns die Jahreszahlen nochmal an. Die Zeitspanne geht von 605 vor Christus bis 171 vor Christus. Wenn wir das mal berechnen wollen, dann wären das 605 minus 171 macht 434 Jahre für diese zeitliche Spanne. Wenn wir diese 434 Jahre dann durch 7 teilen, weil eine Jahrwoche 7 Jahre hat, dann sind das 62 Jahrwochen. Und wenn wir die 62 Jahrwochen hier vorne antragen, dann kommen wir genau bis zu Antiochos Epiphanes. Und das ist genau das, was der Engel auch gesagt hat. Daran sieht man jetzt, dass die ersten 69 Jahrwochen mit Antiochos Epiphanes enden und dann erst in der Endzeit die letzte 70. Jahrwoche kommt. Wie war das beim Standbild? Beim Standbild habe ich gesagt, es handelt sich nicht um zwei Beine, Ostrom und Westrom, sondern es handelt sich um Schenkel. Im Grundtext steht auch Schenkel, Schock. Ein Mensch, dieses Standbild hat 4 Schenkel, für die 4 Diadochen. Die 4 Diadochen, Kassander, Lysimachos, Ptolemäus und Seleukos und die Nachfolgekönige in diesen jeweiligen Dynastien sind schon Geschichte, sind schon vorbei. Aber dann kommt ein Stein und der schlägt im Standbild an die Füße und zertrümmert das komplette Standbild und Gold und Silber und Bronze und Eisen und Ton, alles wird zertrümmert und pulverisiert und dieser Stein wird ein großer Fels, der die ganze Welt füllt. Dieser Stein ist Jesus Christus, der, wenn er vom Himmel herabkommt, denn dieser Fels, dieser Stein, der das Standbild an die Füße schlägt, der wird ja von einem Berg herabgerissen. Dieser Fels ist ein Bild auf Jesus Christus, wenn er kommt, um sein Reich aufzurichten. Also, wenn der Stein das Standbild an seine Füße schlägt, dann müssten ja zum Zeitpunkt, wenn Jesus wiederkommt, diese beiden Füße regieren, denn das Standbild zeigt ja eine Abfolge von politischen Weltreichen. Das heißt also, wir haben einen zeitlichen Sprung von den Diadochen bis in die letzte Zeit, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann 2 Füße regieren, 2 endzeitliche Diadochen, nämlich die endzeitlichen Ptolemäer und die endzeitlichen Seleukiden, Ägypten, Syrien, die in der Endzeit wieder auftauchen, die jetzt existieren zusammen mit Israel. Das heißt, diese Struktur haben wir heute politisch.
Und der zeitliche Sprung geht von den Diadochen bis in die 70. Jahrwoche. Genau das sehen wir auch an den 70 Jahrwochen. Denn die ersten 69 Jahrwochen hören auf mit einem Diadochenkönig, genauer einem Seleukidenkönig, genauer mit Antiochos Epiphanes. Antiochos Epiphanes war der 8. Seleukidenkönig, aber es gab noch weitere. Es gab einen 9., einen 10., einen 11. und so weiter, aber die sind in der Bibel nicht erwähnt. Warum? Weil die für Gottes Prophetie keine Bedeutung haben. Das heißt also, Gott hat seine Prophetie mit Antiochos Epiphanes beendet. Und zwar im Jahr 171 vor Christus. Ab dann machen diese Jahrwochen einen Sprung bis in die letzte Zeit. Und genau dasselbe finden wir auch im Standbild. Die Diadochenzeit ist vorbei, die ist beendet. Aber in der Endzeit kommen zwei endzeitliche Diadochen wieder auf. Und dann kommt der Stein und der schlägt das Standbild an seine Füße. Und dann wird dieser Stein Christus sein Reich aufrichten. Das heißt, wir haben im Standbild den gleichen zeitlichen Sprung, wie wir ihn auch sehen in den 70 Jahrwochenordnungen. Denn auch dort enden die ersten 69 Jahrwochen mit einem großen Seleukidenkönig, einem großen Diadochenkönig, nämlich Antiochos Epiphanes, dessen endzeitliches Pendant in der Endzeit wieder auftreten wird. Also er wird nicht persönlich wieder in der Endzeit zum Leben erweckt werden, sondern es wird eine identische politische Kraft aufstehen, ein Herrscher, der dem antiken Antiochos Epiphanes aufs Haar gleicht. Jetzt sieht man, dass die Jahrwochenordnungen von den 70 Jahrwochen sehr genau mit dem Standbild korrelieren. Wenn wir im Standbild allerdings die alte Sicht unterstellen, dass nämlich die Schenkel tatsächlich Beine wären, und zwar zwei, nämlich für Ost- und für Westrom, dann können wir diese 70-Jahr-Ordnungsstruktur, wie wir sie hier haben, die von 605 auszählt, einmal bis Kyros und einmal bis Antiochos Epiphanes, nicht in Übereinstimmung bringen. Dann passt das nicht zusammen. Wir können natürlich sagen, wir lassen im Standbild Ost- und Westrom bestehen. Dann würden wir auch die 70 Jahrwochen rechnen dann bis zu Christus. Aber das ist nicht zulässig, weil der Start der Fristen der 7 Jahrwochen und der 62 Jahrwochen im Jahr 605 sein muss. Es gibt keine andere Möglichkeit dafür, weil der Engel das sagt. Ja? Vom Ausgang des Wortes, das ist der Startpunkt. Dieser Ausgang des Wortes war in Jeremia 25 im Jahr 605 vor Christus und nicht bei Artaxerxes, ja. Auch nicht bei Kyros und auch nicht bei Darius. Das heißt, dieser Startpunkt 605 vor Christus, der ist zwingend. Es gibt da keinen Weg dran vorbei. Wenn der aber zwingend ist, unter anderem auch, weil in Jeremia 25 allein schon drei Zeitangaben gemacht werden, dann muss man von 605 aus rechnen. Und wenn man von 605 aus 69 Jahrwochen rechnen würde, dann kommt man irgendwo 120 vor Christus in der Zeit aus. Aber das macht keinen Sinn. Da ist nichts Wesentliches passiert. Wenn man allerdings die beiden Fristen so rechnet, wie ich sie rechne, kommt man auf die beiden großen Exponenten in Gottes Heilsgeschichte und Prophetie und Endzeit. Ja? Das bedeutet, dass dieser zeitliche Gap, den wir in den 70 Jahrwochen sehen, das Ende der ersten 69 Jahrwochen, das Ende der 62 Jahrwochen von 605 bis auf Antiochos Epiphanes, der dort abgeschnitten wurde, da war schon Endzeit. Ja? Warum? Weil dieser Antiochos Epiphanes laut Daniel 11 einen Gräuel der Verwüstung aufgerichtet hat, indem er damals das Opfer abgetan hat. Ja, und in Jerusalem schrecklich gewütet hat und Hunderttausende von Menschen getötet hat. Ja. Dasselbe wird der Antichrist in der Endzeit auch tun, sodass die beiden, die sind deckungsgleich, die gehen übereinander. Das ist wie eine Person in Gottes Heilsgeschichte. Das bedeutet eigentlich, dass bei Antiochos Epiphanes im Jahr 171 vor Christus schon Endzeit war und eine zeitliche Frist ansetzte. Und Gott hat so lange Geduld gehabt mit seinem Volk Israel, bis sogar schon die Römer im Land waren. Ja, die Römer, die in der Bibel, in Daniel, in der Bibel schon, in den Evangelien natürlich schon, aber in Daniels Prophetie überhaupt keinen Platz haben, nirgends erwähnt werden. Ja, ich werde nicht müde, das zu wiederholen. Das heißt also, der Sprung geht von Antiochos Epiphanes, einem Diadochenkönig, bis in die letzte 70. Jahrwoche. Und der Sprung im Standbild geht von den eisernen Schenkeln
bis in die letzte Jahrwoche zu den beiden Füßen mit den tönernen Zehen, ja, oder die Füße mit den Zehen, zum Teil aus Eisen und zum Teil aus Ton. Also wir haben hier genau die gleiche, den übereinstimmenden zeitlichen Sprung. Das finde ich sehr interessant und finde ich auch sehr wichtig, weil wir jetzt wieder ganz an den Anfang gehen und dort sehen, dass mit den Schenkeln nicht zwei Beine gemeint sind, Ost und Westrom. Das passt da auch allein, wenn man das Standbild angeschaut hat, nicht. Aber jetzt bekommen wir einen weiteren Grund und eine gute Argumentation, warum das, was wir vor 4 Jahren irgendwo angeschaut haben mit dem Standbild, bis in die letzten Details im Daniel 9 und auch bis Daniel 11, Daniel 12 rund ist und passend ist. Das ist was Großes. Jetzt sieht der Prophet Daniel nach 4 Jahren Bibelfolgen vollkommen anders aus, als wir den bisher kennengelernt haben. Auch als ich den kennengelernt habe. Ja? Ich habe den so kennengelernt, wie ihr den alle auch kennt. Aber als ich mich mit der Bibel tiefer und genauer auseinandergesetzt habe und ein bisschen gegraben habe und gesagt habe, da sind viele Aussagen drin, die sind nicht stimmig, bin ich so Stück für Stück zu ganz anderen Ergebnissen geführt worden, die aber belastbar sind und wo ich mir alle Mühe gebe, soweit mir das möglich ist und zur Verfügung steht, die Mittel, das auch am Text zu argumentieren. Das ist ein Gesamtbild. Wenn ihr jetzt einschaltet und euch den Clip hier anschaut oder das Video hier anschaut, und die ersten Folgen nicht gesehen habt, könnt ihr das nicht verstehen. Das ist so, als ob ihr irgendwo im 10. oder 12. Semester Maschinenbau einsteigt und der von irgendwelchen Formeln redet. Da werdet ihr immer sagen, ja, die Formeln habe ich ja ganz anders gelernt. Ja, das ist richtig, ich auch. Es ist auch nicht so, als ob ich diese Sichtweisen nicht kennen würde. Ich kenne die und kenne die sehr genau. Und ich kenne auch ihre Schwachpunkte. Das ist überhaupt nur der Grund, warum ich diese Videos mache, weil ich glaube, dass wir vieles neu durchdenken müssen und das anhand der Bibel tun müssen, anhand des Wortes Gottes und da weder rechts noch links schauen dürfen. Auch um das nochmal zu sagen, ich orientiere mich bewusst und vorsätzlich nicht an der gegenwärtigen politischen Situation und trage die dann in den Daniel rein. Das machen ganz, ganz viele, auch die großen Leute im Internet und in YouTube und wo ihr die alle findet, die gehen immer von gegenwärtigen Situationen aus, jetzt gerade bombardiert Israel wieder in Syrien. Ja, das sind alles so Themen, die in den Daniel dann reingetragen werden, in Hesekiel reingetragen werden. Ich tue das vorsätzlich nicht, weil ich glaube, dass das falsch ist. Ja, das ist falsch. Das ist die falsche Richtung. Wir müssen zunächst sehen, was sagt der Text und was sagt er nicht. Und zunächst eine klare Basis, eine saubere Basis im Wort Gottes haben. Und dann kann man auch mal einen Blick wagen in die aktuelle politische Situation, so wie wir sie sehen im Nahen Osten. Aber für die Auslegung der Texte legt sich die Bibel immer mit der Bibel aus. Nur dann kommen wir zu einem guten Ergebnis. Wenn ich euch meine Meinung sage oder euch erzähle von Träumen, die ich vielleicht gehabt hätte, dann kann das niemand nachprüfen. Ich zeige mit dem Finger immer aufs Wort Gottes, in die Verse rein. Lest das und schaut nach, was da steht und was da nicht steht. Und ich habe euch mehrfach gezeigt, und mir ist das unverständlich, wie man als Bibellehrer hergehen kann und behaupten kann, dass nach 7 Jahrwochen Jerusalem wieder gebaut wäre. Das ist mir unverständlich. Man muss zu dem Text und man muss auf das achten, was der Engel sagt. Ich kann das nicht oft genug wiederholen. Ja? Der Engel fordert von Daniel auch höchste Aufmerksamkeit. Er fordert das und er sagte, gib Acht. Und dann beginnt der Engel. Der Engel unterscheidet und unterteilt diese 70 Jahrwochen auch nicht umsonst in 3 Abschnitte. 7, 62 und eine Jahrwoche. Das macht er nicht umsonst. Das erlaubt es uns nicht, die 7 und die 62 Wochen einfach zu addieren. Ja, denn dann hätte der Engel von 69 Jahrwochen gesprochen. Das sagen die Rabbiner auch und die sagen das auch nicht zu Unrecht. Das ist tatsächlich so. Noch schlimmer wird es, wenn wir dann aus 69 Jahrwochen 68 Jahrwochen rechnen, um auf Christus zu rechnen. Von einem Artaxerxes aus, der willkürlich gewählt wird, weil die Fristen von Darius und von Kyros aus nicht funktionieren. Das ist Hanebüchen, was da läuft. Hanebüchen. Das ist, in der Schule würde man dafür eine 6- bekommen, für diese Art der Auslegung.
Ja. Und ich staune immer auch in den Kommentaren. Ich freue mich, wenn ihr Kommentare schreibt, aber immer wieder rutscht man in diese Schiene rein. Immer wieder kommen diese alten Strukturen da auf. Und dann rechnet man doch wieder von Artaxerxes, ja. Wobei die Rechnung gar nicht das große Problem ist. Die Rechnung ist nicht kompliziert. Ja, die Rechnung, das kann man in der vierten Klasse machen. Die Kernaussage des Engels ist: Daniel, die 70 Jahre waren keine Verwüstung. Es kommt eine Verwüstung über Israel und über die ganze Welt, die alles, was bisher da gewesen ist, in den Schatten stellen wird. Und es wird wüst bleiben, verwüstet bis zum Ende. Und es wird sogar noch einen Gräuel der Verwüstung geben, der in Jerusalem angerichtet wird. Ja, nicht aufgerichtet, sondern angerichtet wird. Wenn nämlich der wiedergeborene Überrest in Jerusalem von dem Antichristen ermordet werden wird, wenn der Antichrist in die Stadt Jerusalem einbricht, die dann ein Tempel Gottes ist und die dort Wiedergeborenen tötet, das wird der Gräuel der Verwüstung sein. Etwas Gräulicheres kennt Gottes Prophetie nicht, als das, wenn Gottes Kindern Schlimmes angetan wird. Ja, das rührt Gottes Augapfel an, auch in eurem Leben und in meinem Leben. Ja, das ist ein großer Trost, den wir haben in so verrückten Zeiten wie jetzt. Und um damit zu schließen, wir haben einen Vater im Himmel, der auf uns achtet. Und an diesem Begriff der Gräuel der Verwüstung, wenn man den in Verbindung bringt mit dem Meuchelmord des Antichristen an dem wiedergeborenen Überrest in der Stadt Jerusalem, dann wissen wir, dass das ein Gräuel ist, wenn den Kindern Gottes etwas angetan wird. Egal, was das ist, ob das, naja, ihr wisst schon, was ich meine, Mikrobe ist aus Asien oder die Gegenmaßnahmen, die man da ergreift. Ja, das sind irre und wirre Zeiten, in denen wir leben. Und die Zeiten werden noch verrückter werden, die werden noch verworrener werden. Was wir bisher erlebt haben, war ja noch gar nicht so sehr schlimm. Ja, es hat manche finanziell getroffen, das hat sie auch die Existenz gekostet, das ist schlimm. Es hat manche Ältere auch ihr Leben gekostet, das ist noch sehr viel schlimmer. Aber es hat noch nicht in der Breite angefangen. Darauf müssen wir uns einstellen. Das sind Zeiten, die auf uns zukommen. Und da müssen wir uns festhalten an diesem Wort Gottes und an Jesus Christus, der unser Fels ist und der festbleibt in dieser Brandung. Ja? Mit diesen Worten schließe ich. Ich danke fürs Einschalten. Wünsche euch alles Gute, Gesundheit, viel Gottes Segen, viel Durchhaltevermögen, viel Mut, Glaubenstrotz, bleibt an Jesus Christus. Er kommt. Alles Gute, Gottes Segen und bis bald.